Es gibt Versuche, die zeigen, wenn die innere Uhr falsch geht, dann macht die Pflanze nicht so viel Photosynthese, dann wächst sie langsamer, dann macht sie weniger Samen, ist im Endeffekt weniger gut konkurrenzfähig. Der Tag heißt natürlich Licht und Licht heißt für die Pflanze, sie muss Energie gewinnen durch die Photosynthese. Und durch die innere Uhr wird praktisch der äußere Tag-Nacht-Wechsel in der Pflanze abgebildet und so ist die Pflanze in der Lage, sich jeden Tag neu drauf einzustellen. Viele Pflanzen breiten während des Tages ihre Blätter aus und senken sie bei Nacht ab, als ob sie schlafen würden. Dieser Vorgang wird durch die innere Uhr kontrolliert. Im Zeitraffer aufgenommen, lässt sich anhand der Bewegungen der Blätter diese Funktion beobachten. Die Blattbewegungen dienen also gleichsam als Zeiger der inneren Uhr. Für die Entdeckung des zugrunde liegenden biologischen Mechanismus der inneren Uhr haben im Dezember 2017 drei amerikanische Forscher den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhalten. Das war schon lange fällig, dass es für die innere Uhr den Nobelpreis gibt. Die haben wirklich ein neues Feld entwickelt. Und was dieser Nobelpreis eigentlich sehr schön zeigt, ist, dass Grundlagenforschung geehrt wurde. Ja, die haben damals mit Fliegen gearbeitet und diese Drosophila-Fliege, die schlüpft immer bevorzugt morgens aus ihren Puppen aus. Und dann haben die Fliegen gefunden, wo das gestört war, die praktisch dann unabhängig von der Tageszeit ausgeschlüpft sind. Und da ist letztendlich dann dieses Gen entdeckt worden. Zu der Zeit haben wir ein anderes Protein bei Pflanzen entdeckt, was so ähnlich wirkt wie das Uhrenprotein, aber nicht für völlig selbstständig. Es ist immer noch auf die zentrale Uhr angewiesen und wir haben das deswegen als Hilfsuhr bezeichnet. Und das war damals die erste Hilfsuhr, die wirklich molekular identifiziert wurde. Aktuell hat Frau Steigers Arbeitsgruppe einen neuen Regelungsprozess dieser Hilfsuhr gefunden. Aufwendige Analyseverfahren mussten dafür erforscht werden. Mitarbeiter Tino Köster hat das RIP-Verfahren entwickelt und Doktorandin Katja Meyer eine neu entwickelte Methode erstmals auf Pflanzen angewendet. Diese Methode nennt sich iClip und die dient dazu, festzustellen, wo ein Protein an mRNAs bindet, die von dem Protein reguliert werden. Und diese Methode ist relativ aufwendig, die beinhaltet viele Schritte. Das erste ist, dass die Pflanze mit UV bestrahlt wird. Durch diese UV-Lichtbestrahlung wird das Protein, das uns interessiert, fest mit den RNAs verbunden. Dann werden die Pflanzen in flüssigen Stickstoff geworfen, damit erstmal alles gut gekühlt ist und alle Abbauschritte blockiert werden. Dann geht man weiter und zermörsert diese Pflanzen fein, so wie man in der Küche die Kräuter mörsert. Und dann fischen wir dieses Protein aus der Zelle und damit auch alle RNAs, die dann daran gebunden sind. Und durch Hochdurchsatzsequenzierung kann man bestimmen, welche RNAs binden an das Protein. Das Schöne an der iClip-Methode ist nun, dass man nicht nur sagen kann, welche RNAs binden da drin, sondern auch sagen kann, wo sitzt das Protein. Dann haben wir geguckt, ob dieses Protein tatsächlich die Rhythmik dieser RNAs stört. Und dazu haben wir Pflanzen, in denen die Konzentration des Proteins verändert war, über 3 Tage im Dauerlicht angeschaut. Und wir haben dann gesehen, dass diese RNAs normalerweise wunderschön im Tagesverlauf oszillieren. Wenn wir dieses Protein aber verändert haben in der Konzentration, die Oszillation gestört war. Das Forschungsfeld innere Uhr und Chronobiologie hat aber nicht nur für Pflanzen eine wichtige Bedeutung, sondern auch für die Menschen. Die innere Uhr steuert ja jeden Aspekt im Leben. Die steuert die Produktion von Verdauungsenzymen, steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus. Man weiß, dass die innere Uhr letztendlich dann auch durch Licht beeinflusst wird. Und da kommen natürlich eine ganze Reihe Faktoren ins Spiel, wo man heute eigentlich die innere Uhr nicht wirklich pfleglich behandelt. Wenn zum Beispiel Hormonspiegel im Tagesverlauf schwanken, ist es ganz wichtig, wenn der Arzt eine Probe nimmt und die einschickt an ein Labor, um Cortisolspiegel zu bestimmen oder ähnliches, dann muss natürlich hinterher klar sein, wann die Probe genommen worden ist. Das Verständnis der inneren Uhr kann also auch dazu beitragen, Medikamente zukünftig gezielter einzusetzen. Das illustriert die Bedeutung der chronobiologischen Forschung auch für die Medizin.